so spektakulär. Meine Kundin wollte es heute etwas ruhiger angehen lassen. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich filme euch das einfach ab. Es ist ja schließlich auch eine, zumindest eine farbliche Inspiration. Es geht schon leicht in den Herbst hinein. Das merke ich auch bei den Kunden jetzt ganz stark. Die Farben werden gedeckter, etwas dunkler. Und man passt sich so ein bisschen den äußeren Begebenheiten an. Es ist weniger kräftige Farbe mit dabei. Und die folgende Kundin, die ihr gleich seht, mag es halt im Moment auch etwas schlichter, etwas ruhiger auf den Nägeln. Und dann hoffe ich, dass euch das folgende Video gefällt und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hier seht ihr einmal das Vorher. Der kleine Finger ist leider abgebrochen beim Öffnen einer Autotür. Das werde ich mir angucken, ob Schablone oder Tipp hier nötig ist. Und entferne erstmal alles, dann kommt der Aufbau, das feile ich in Form und dann hole ich euch zum Design wieder dazu. Los geht's mit dem Ringfinger und dem Hot Cocoa. Das ist, wie gesagt, ich habe es schon öfter benutzt, eines meiner Lieblingsgele, die verarbeite ich ziemlich oft. Es ist unglaublich deckend und hat einen ganz, ganz tollen Glitzereffekt. Ich brauche hier auch nur eine satte Schicht auftragen und das Ganze wird dann für eine Minute ausgehärtet. Auf dem Zeigefinger habe ich eine Negativ-Smileline gearbeitet. Hier docke ich nun das Hot Cocoa als French einmal an und das Ganze wird dann ebenfalls für eine Minute ausgehärtet. Der Mittelfinger, der kleine Finger und der Daumen bekommen das Farbgel Wallflower. Hier arbeite ich in zwei Schichten, jeweils bitte für eine Minute aushärten. Auf dem kleinen Nagel arbeiten wir nun Chrom. Hierfür versiegele ich den ganzen Nagel einmal mit dem Quick Finish und lasse das Ganze für 2 Minuten aushärten. Nach dem Aushärten muss es etwas schneller gehen. Hierfür mit dem Applikator etwas Pulver aufnehmen, sauber in den Nagel einreiben, Reste mit einem Fächerpinsel entfernen und anschließend nochmal sauber und ordentlich mit dem Quick Finish versiegeln. Und nochmals bitte ordentlich aushärten. Bevor wir zum Ende
komme und alle Nägel versiegeln können, muss ich am Zeigefinger natürlich noch die Unebenheiten zwischen French Kanto und Negativ-Smilern ausgleichen. Hierfür verwende ich das Builder Clear, arbeite einen ordentlichen Aufbau, härte diesen aus und falle das Ganze anschließend noch in Form. Und hier seht ihr auch schon einmal das schlichte, aber dennoch leicht angehaucht herbstliche Endergebnis. Wie gesagt, es war etwas schlichter, es war auch nicht allzu lang, es war ein Fullcover mit ein bisschen Glitzer, ein bisschen Chrom. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zugucken. Fragen könnt ihr natürlich immer wieder gerne stellen. Ich habe zu 90% nur Mandelkundinnen und zum größten Teil auch Krallen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und dann bin ich gespannt, was die nächste Kundin für euch vorbereitet hat für Ideen und ob sich das Filmen für euch lohnt. Ich denke aber, da wird sich auf jeden Fall wieder was finden und wünsche euch noch einen schönen Tag und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!